Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem Video, da geht es jetzt um das Thema, wie du innerhalb eines Jahres Erstaunliches leistest. Dafür habe ich ein Zitat von Ani dabei. Mit dem Geist kann man Rekorde brechen. Wenn man es einmal verstanden hat, dann schafft man es auch. Aber zuerst einmal, da gilt es, rückblickend zu analysieren. Was habe ich das letzte Jahr überhaupt geschafft oder erreicht? Habe ich eine Bilanz gezogen und erfahren, welche Aspekte ich im nächsten Jahr behandeln muss? Und welche Schwachstellen ich ausbauen muss. Das hier sind eben zwei enorm wichtige Punkte, um zu erkennen, wie man das Vorjahr abgeschlossen hat. Hast du das Vorjahr mit einem reinen Gewissen beendet? Hast du es mit Motivation ausklingen lassen und im neuen Jahr stärker und voller Leidenschaft weiter an deinen gesteckten Zielen zu arbeiten? Bist du zufrieden mit dem, was du letztes Jahr alles erreicht hast, oder willst du dieses Jahr alles besser machen? Diese Fragen musst du für dich beantworten. Und wie startest du also dann in das bevorstehende Jahr? Ich finde es für mich zum Beispiel sehr wichtig, dass ich zu Beginn 4 bis 5 sehr gute Wochen hinlege. Warum ist das so? Weil ich gleich zu Anfang des Jahres eine positive Grundstimmung oder gesunde Grundeinstellung gewährleisten möchte. Es ist immer besser, positiv zu starten als negativ. Sonst hat man gleich zu Anfang des Jahres so einen schlechten Beigeschmack. Das heißt nicht, dass es dadurch ein schlechtes Jahr wird. Aber ich möchte sehr gerne positiv starten. Schaffe deshalb Negativität keinen Raum zur Entfaltung. Es ist aber leichter gesagt als getan. So wirst du aber zum Ende eines Tages und dann zum Ende einer Woche einen sehr guten Monat abliefern. Und auf diese Weise mache ich das ständig. Die Entscheidung, ein erfolgreiches Jahr auf die Beine zu stellen, erfordert 365 individuell gestaltete Entscheidungen pro Tag, die eben mit harter Arbeit verknüpft sind. Und dazu gilt eben, eine positive Einstellung zu haben und eben eine positive Grundstimmung am Anfang des Jahres zu schaffen. So klappt es bei mir eben am Anfang des Jahres immer sehr gut. Wenn du anderer Meinung bist, dann schreib du in die Kommentare, wie für dich ein erfolgreiches Jahr bestimmt. Ansonsten war es das jetzt alles zu dem Video, ein schnelles Video, um einfach zu zeigen, wie ich ein neues Jahr starte. Und ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.